Seit Sonntag ist das Stadion Essen offiziell eröffnet. Und gleich der erste Tag brachte einen sportlichen Erfolg mit sich. Die U19 von Rot-Weiß Essen besiegte die U19 des deutschen Meisters Borussia Dortmund mit 3:2. Dafür gab es viel Applaus von den Zuschauern, die das neue Zuhause von RWE am Eröffnungstag mit Leben füllten. Essens Oberbürgermeister Reinhard Paas eröffnete daraufhin das Stadion feierlich, stieß jedoch nicht mit allen seinen Aussagen auf Gegenliebe. Liebe Essenerinnen und Essener, liebe Freunde des Essener Fußballs, was für ein herrlicher Tag heute. Wir freuen uns über ein neues, tolles Stadion, eine Zukunft für den Essener Verein, die wir hier zugrunde legen. Wir freuen uns über das Investment in die Zukunft unserer Stadt Essen. Wenn ich mir das Lied von gerade noch mal so nachträglich anhöre, wenn ich die Fans höre, wenn ich den Sieg der Mannschaft gerade mir vor Augen halte, genau das sind die Emotionen, die den Essener Fußball ausmachen. Aber, liebe Fußballfreunde, dass wir heute hier stehen können, ist wahrlich kein Selbstläufer. Der Weg bis hierhin war ein Stück harte Arbeit. Denn das neue Stadion steht hier, weil sich viele Menschen gemeinsam mit mir dafür stark gemacht haben. Das neue Stadion steht hier, weil wir hart. Nicht nur Rot-Weiß ist im neuen Stadion Essen zu Hause. Auch die SGS Essen wird hier ihre Spiele austragen. Als ersten Vorgeschmack auf die Saison gab es gleich den Vergleich mit dem ersten FFC Frankfurt, der auch am ersten Spieltag in Essen gastieren wird. DFB-Direktorin Steffi Jones äußerte sich auf der Reviersportbühne positiv zum neuen gemeinsamen Zuhause von RWE und SGS. Ich frage mal so, wenn der Deutsche Fußballbund die Direktorin des Frauenfußballs nach Essen schickt, zur SGS Essen, wie sie jetzt neuerdings heißt, kann man davon ableiten, dass Essen ein neuer, großer, wichtiger Standort ist im Frauenfußball in Deutschland? Das war er schon immer. Also die Nachwuchsarbeit, ich war ja schon als Spielerin oft hier und hab auch in der Fußballschule mitmachen dürfen. Und deswegen kann man nur Danke sagen an einen Verein, der schon Geschichte geschrieben hat im Frauen- und Mädchenfußball. Und das heute ja eigentlich auch wieder ein historischer Tag ist mit dieser Saisoneröffnung oder beziehungsweise Stadioneröffnung, freue ich mich sehr. Und was die SGS in Schöneberg ausmacht, ist eben, dass sie eine sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit haben. Wir haben jetzt, Montag fliegt unsere U20 dann nach Japan. Wir haben die U17-WM dieses Jahr. Ich glaube, da können wir die ein oder andere Spielerin wieder sehen. Und da ist natürlich eine Talentschmiede auch hier in Essen. Was die Fans am ersten Spieltag nicht zu sehen bekommen werden, ist ein kompletter Mannschaftswechsel. Am Sonntag wurden die Frankfurterinnen für die letzten 10 Minuten durch die erste Männermannschaft von Rot-Weiß Essen ersetzt. Der Vergleich zwischen Männern und Frauen endete 1:0 für RWE und war der letzte Programmpunkt einer gelungenen Feier. Zusammengefasst in einem Satz, für den der Oberbürgermeister von wirklich jedem Zuschauer Applaus erntete. Meine Damen und Herren, das Stadion Essen ist eröffnet! Reviersport, die Sportzeitung.